Willkommen zurück zu Dragon Quest XI, Streiter des Schicksals. Wir sind auf dem Weg nach Gallopolis und dafür müssen wir hier durch den Kontrollposten durch. Im letzten Part waren wir, hier hinten war das doch irgendwo. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Oder war das hier drüben? Ach, das war hier drüben, okay, alles klar. Bei diesem kleinen Herrn, der jetzt komplett neu in der Switch-Version des Spiels ist, nämlich, wie heißt er eigentlich? Tiki, genau. Herr Tickling. Das ist komplett neu. Wir waren im Dorf der Ticklinge und haben dort auch ein paar Aufgaben erledigt. Also das ist alles neu in der Version. Und ich bin mega gespannt, was da noch auf uns zukommt. Aber da können wir erstmal nicht weitermachen. Und deswegen müssen wir jetzt der Hauptstory folgen. Und deswegen hier mit dir reden und nach Onsen, nach Gallopolis kommen. Halt! Ohne Passierschein darf niemand, passieren. Bitteschön, wir haben einen... Nun gut, scheint alles in Ordnung zu sein. Ihr dürft weiter. Das freut mich zu hören. Dann auf nach Gallopolis. Was sagst du jetzt noch Spannendes? Wahrscheinlich nur... Okay. Stolze Ritter. Dann gucken wir mal, ob die stolzen Ritter wirklich so stolz sind. Oder so ähnlich. Aber erstmal Oberwelterkundung. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal hier so lang gelaufen bin... Und an diesen riesigen Wüstenbereich hier gesehen habe. Ich war so geflasht einfach. Ich habe das erstmal hier so hingestellt. Und das war auch, glaube ich, mein Thumbnail-Screenshot, wie ich hier so stehe und ja, quasi den Hintergrund vor mir habe. Es ist einfach eine richtig coole Wüste. Optisch, ich liebe die Farben. Es ist einfach. Es gibt ja auch einiges zum Erkunden. Es gibt wieder einige Sachen zu finden hier. Und ja, deswegen würde ich sagen. Guck mal, was ihr jetzt gerade sagt. Ist immer noch das Gleiche, oder? Ich weiß nicht genau. Ja, finden wir. Ich glaube, das sind doch neue Texte. Ja, es ist definitiv zu heiß im Nachdenken in der Wüste. Und nachts ist es dann wieder ziemlich, ziemlich kalt. Okay, und die beiden waren schon mal in Gallopolis. Interessant. Gut. Auch neue Gegner, die wir sehen können. Zum Beispiel hier. Die altbekannten Chimären, Gegner seit dem ersten Spiel, gibt es auch in sehr vielen verschiedenen Farbvarianten und Geschmacksrichtungen. Okay, nein, Spaß. Aber verschiedene Farbvarianten auf jeden Fall. Das mit den Geschmacksvarianten war bloß ein dummer Witz. Aber lasst mir doch mal den Spaß, meine Güte. So, ja, wir hauen mal rauf, würde ich sagen. Immer noch mit unserem schönen Bumerang. Du kannst ein bisschen rumknistern, würde ich sagen. Und denen somit Schaden zufügen. Die sind halt auch Feuergegner, deswegen weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht, da auch einen Feuerzauber rauszuhauen. Aber ist mir egal, es macht jetzt ganz guten Schaden. Und die, ja, sterben ganz gut davon. Und jetzt haust du mal deinen Stab auf den Kopf und das wird reichen, oder? Ein Schadenspunkt, aber es reicht ja schön. Ja, perfekt, würde ich sagen. Und gibt auch ein bisschen EP. Das kann sich sehen lassen. Chimärenflüge kennen wir schon, ist Teleportation. Ah, okay, 5000 Goldmünzen. Gibt's ein kleines Achievement für. Sehr schön. Gut, und auch das Wasser hier. Das ist so schön einfach. Hier diese kleine, ja, Oase, an der halt Gallopolis dran gebaut ist. Es ist so schön einfach. Ich liebe es. Also optisch ist Dragon Quest XI wirklich eines der besten Spiele der aktuellen Generation, wie ich finde. Also, boah. Jetzt, die Switch-Version ist... auch ziemlich hübsch, ich finde, klar. Und alles, aber trotzdem ist halt die PS4-Version nochmal um einiges schöner und auch die PC-Version und so. Wenn ich Screenshots der beiden Versionen vergleiche, sieht man einfach nochmal an der PC- und PS4-Version, wie eben da alles, ich sag mal, mehr glänzt, nenne ich es mal. Also, da kommen die Farben noch mehr zum Vorschein, alles ist so ein bisschen, ja, mehr... farbenfroh einfach. Auch wenn die Version ja auch schön farbenfroh ist, wie ich gesagt habe, klar. Aber es kommt einfach alles in der PC-Version nochmal ein bisschen besser zum Vorschein, wie ich finde. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass das hier das Bestmögliche, was auf der Switch möglich gewesen ist. Und soweit ich weiß, wie groß ist denn das Spiel von der Dateigröße her? Ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube... sie haben da auch nicht unbedingt mega viel krass komprimiert oder so. Also es ist schon wirklich
Eine sehr, sehr gute Portierung, wie ich finde. Klar, im Hintergrund sieht man so ein paar Sachen aufploppen. Aber das Ding ist, das war auch in der PS4-Version schon teilweise so, dass da so ein paar Sachen aufgeploppt sind. Das ist nicht eine Krankheit, die allein die Switch-Version plagt. Ich weiß nicht, wie es in der PC-Version war, aber in der PS4-Version war es effektiv auch so. Deswegen, aber noch ein neuer Gegner hier, diese komischen Kakteen. Das ist auch schon in der PC-Version so gewesen. Quatsch, PS4-Version. Okay, wie gehen wir jetzt hier vor? Ich gehe jetzt auf den Kaktus, würde ich sagen. Kaktuskugel. Und deswegen, ja. Will ich jetzt hier gar nicht... Oh Gott, kannst du bitte aufhören, meine Amagronika anzugreifen? Das wäre voll super von dir. Oh Gott, ich glaube, das könnte sie jetzt umbringen. Ja, das ist nicht so cool. Ich war ein bisschen geizig mit der Heilung. Das ist jetzt meine Strafe dafür, dass ich so geizig war. Tja, selbst schuld, würde ich sagen. Bin ich komplett selbst schuld, dass er jetzt tot ist. Wiederbeleben kann ich noch nicht. Ich habe noch kein Item dafür oder kein Zauber oder so in der Art. Deswegen müssen wir jetzt erstmal ohne sie klarkommen. Das ist ziemlich doof, aber was soll's. Okay, du bist definitiv jetzt mal weg. Sehr schön. Ja, keine Ahnung. Hast du irgendwas zum Angreifen? Nee, hier macht auch bei. Wir könnten uns vor dem Feuerzeug von denen schützen, aber... Okay, genau. Der ist schon tot. Sehr schön. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller gewesen, hier umzubringen. Schleimschlacht macht bei denen jetzt nicht unbedingt viel Sinn. Ja, das ist schon böse. Manchen Teilen können die Schädelreiter auch zweimal angreifen. Beziehungsweise wahrscheinlich eher verbesserte Version von denen, schätze ich mal. Also man sieht schon, wenn man hier nicht auf einem guten Level ist, dann kann das hier schon sehr anstrengend werden. Ja, das ist schon klar. Jetzt hinkt die Veronika ein bisschen mit dem Level hinterher. Tja, bin ich selbst schuld dran. Ich gehe mal ein bisschen weiter, weil hier hinten ist ein Rastplatz. Da will ich ganz kurz Veronika wieder beleben, bevor ich hier weitermache. Tja, das war jetzt meine eigene Schuld. Also, Dragon Quest 11 ist zwar nicht unbedingt das schwerste Spiel ever, finde ich. Das ist schon einer der leichtesten Dragon Quest Teile, wie ich finde. Aber trotzdem darf man eben die Kämpfe auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da habe ich jetzt zu lange mit der Heilung gewartet. Oh, guck mal, da ist scheinbar ein Tickling, die uns, so ein Passwort geben, kann das sein? 80 Goldmünzen, oh, es tut weh. Aber jetzt sehen wir zum ersten Mal eine Wiederbelebung. So, sehr schön. Nein, du kannst mir nicht helfen. Gut. Gibst du mir jetzt so ein komisches Zeitwort? Hallo, Wetter Lichtbringer. Ich bin zwar ziemlich spät dran, aber ich habe ein Zeitwort für euch gefunden. Okay. Man erfährt nicht welches. Gut. Mondfurz. Mondfurz? Okay. Ich weiß gerade nicht. Aus welchem Spiel ist denn Mondfurz? Also eventuell komme ich gerade nicht drauf. Oder es ist eine Stadt aus Dragon Quest 3, die bisher noch nie ins Deutsche übersetzt wurde. Weil Dragon Quest 3 ist... Ja, hat keine deutschen. Hat keine deutsche Übersetzung. Auch Dragon Quest 1 und 2 nicht. Aber in Dragon Quest 1 und 2 kennt man die deutschen Namen der Städte wegen Dragon Quest Builders. Weil Dragon Quest Builders 1 und 2 basieren auf Dragon Quest 1 und 2. Und deswegen wurden da die Städtenamen ins Deutsche lokalisiert. Zum Beispiel das Schloss Tantegel heißt im Deutschen halt Tantegel oder Tantegel, wie auch immer. Sowas zum Beispiel wurde da verändert. Und bei Mondfurt habe ich jetzt zum erst an Mondbach aus Dragon Quest 2 gedacht, aber es hat ja schon einen deutschen Namen, nämlich Mondbach. Also entweder haben die den jetzt umgeändert oder... Das ist, wie gesagt, eine Stadt aus Dragon Quest 3. Oder aus irgendeinem anderen Dragon Quest. Ich komme gerade nicht drauf. Kann auch sein. Weil Dragon Quest 5 zum Beispiel ist ewig her, dass ich das durchgespielt habe. Es ist zwar eins meiner liebsten Dragon Quest Spiele, aber das habe ich vor
was weiß ich, wie vielen Jahren durchgespielt. Da war ich 10, wo ich das durchgespielt habe. Das letzte Mal. Und deswegen, ja, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, vielleicht war es auch noch aus dem Spiel. Aber Teil 6 spiele ich momentan durch und entweder war ich da noch nicht, falls es eine Shadow of Dragon Quest 6 ist, oder ich habe es gerade voll vergessen. Ja, Dragon Quest 4, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht daher kommt. Dragon Quest 7, könnte auch sein, aber ja, 7 habe ich eigentlich auch vor ein paar Jahren erst durchgespielt, als das 3DS-Spiel bei uns rauskam. Dragon Quest 8 ist es auch nicht. 9 definitiv auch nicht. Ha. Werden wir später oder früher rausfinden. Also andersrum, früher oder später. Ha. Also ich würde es am liebsten gerade gucken gehen, aber ganz ehrlich, ich will eigentlich auch. Wobei, nee, komm. Ich habe da jetzt so Lust drauf, was rauszufinden. Mir geht jetzt nach Tickling. Ist mir egal. Ich will jetzt wissen, was Moonfurt ist. Ich wollte jetzt eigentlich in dem Part heute die Wüstenerkundung machen und im nächsten Part nach Galopolis gehen. Aber wenn man, wenn wir jetzt sowas hier bekommen, dann muss ich das einmal ganz kurz machen. So, ja, einmal ganz kurz speichern und zwar, bitte hier, ja. Und dann gucken wir uns den Spaß mal an. So, ich bin jetzt gespannt, wirklich. Was ist Mondfurt gewesen? Aus welchem Dragon Quest war das? Oder ist das Dragon Quest 1 vielleicht? Und es wurden nicht alle... Was? Achso. Ah. Ja. Es ist... Nee, aus Dragon Quest 1 kann es eigentlich auch nicht sein. Nee. Nein. Woher ist Mondfurt? Ich bin gespannt. Welches Buch leuchtet? Okay, wahrscheinlich Dragon Quest 2, oder? Hm. Mondfurt, let's go. Ja. Ja, das ist Dragon Quest 2. Die Musik ist Dragon Quest 2. Und hier wurden alle in Hunde verwandelt. Das ist interessant. Aber hat man den Namen wirklich nochmal verändert? Interessant. Ha. Huh. Binse. Krall, wuff, wuff. Also scheinbar wurden hier alle irgendwie in Hunde verwandelt, warum auch immer. Ja, es ist eine Anspielung an Dragon Quest 2, weil da wurde die Prinzessin von... Aus welchem Königreich war es nochmal? Ich weiß nicht. Jedenfalls einer der Hauptcharaktere in den Hund verwandelt. Und man musste die eben... Ach, da steht sie auch sogar. Interessant. Man muss sie zurückverwandeln. Das war auch in der Stadt hier, glaube ich. Es ist auch ewig her, dass ich Dragon Quest 2 gespielt habe. Deswegen weiß ich es gerade nicht mehr genau. Jedenfalls ist ewig her. Und deswegen, wie gesagt, bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Okay. Ist noch ein Hund. Was soll ich jetzt sagen? Egal. Geh einfach mal zu ihr. Fragt ihr euch vielleicht, wer ich bin? Tatsächlich bin ich die Prinzessin des Reichs, in dem ihr euch befindet. Das schöne Mondbach. Ach, okay, doch Mondbach und Mondfurt ist scheinbar nur eine Stadt in Mondbach. Okay, ich dachte halt, die Stadt würde auch Mondbach heißen. Aber gut, da habe ich mich wohl getäuscht. Gut, ich nehme alles zurück. Leider ist es ein geschwächtes Reich. Ein Schurke namens Hargon, ein Priester im Dienste des reinen Bösen, hat mein Zuhause des Schloss niedergebrannt und mich in einen Hund verwandelt. Ach stimmt, sie kam aus Mondbach, genau. Ja, okay. Es ist ewig, ja, dass ich Dragon Quest 2 gespielt habe. Stimmt, 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 ja. Ich wurde hier ja nach Mondfurt verbannt, wo ich viele elende Tage lang verbrachte, zu jaulen und mein Los zu bedauern. Und dann, ohne dass ich wüsste, warum, wurde der Fluch gebannt, unter dem ich litt. Und stattdessen nahmen die Bewohner dieser Stadt die gesteifen Hunden an. Wahrlich, wie es scheint, bringe ich Unglück über jeden Ort, an dem ich gehe. Zuerst wurde das Schloss zerstört, und nun hat der Fluch, der auf mir gelegen hat, statt meiner Dutzende Unschuldige ereilt. Doch vielleicht gibt es eine Lösung. Ich habe von einem Zauberer, Zauber aus der Zeit des mächtigen Erdrick gehört.
Ais Segen und war angeblich dazu in der Lage, jeden Fluch aufzuheben. Soweit ich weiß, übersteigt dieser Zauber meine geringen magischen Fähigkeiten. Doch hätte ich etwas von dem Arcanelixier, das man Zauberwasser nennt, könnte es mir gelingen, ihn einmal zu wirken. Darum bitte ich euch demütig, bringt mir einen Schluck dieser verzauberten Flüssigkeit, damit ich den Fluch aufheben kann, der die armen Bewohner dieser Stadt plagt. Habe ich Zauberwasser? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe es einfach. Danke, gütiger Frau Emder. Nun, was die genaue Beschaffenheit des Zauberwassers betrifft, so weiß ich kaum etwas außer dem Namen, den ich auch nur aus einem alten Zauberbuch kenne. Aber ihr macht einen fähigen Eindruck auf mich. Ohne Zweifel könnt ihr beschaffen, was ich brauche. Bitte sucht danach und bringt es mir, damit ich dieses Unrecht wieder gut machen kann. Okay. Von Flüchen und Vierbeinern. Sehr schön. Okay. Ja, ich hab scheinbar nicht, oder? Gut. Dann werden wir die... Ach doch, haben wir. Okay, perfekt. Hier, bitteschön. Wie schön es aussieht. Es ist fast zu schade, um es zu verwenden, aber ich muss es tun. Was sagt ihr da? In eurer Welt ist es ein leichtes, diese wunderbare Flüssigkeit zu beschaffen. Was mag das nur für ein Ort sein, den ihr eure Heimat nennt? Aber nein, über solche Dinge müssen wir ein anderes Mal sprechen. Die Einheimischen dürfen nicht länger darauf warten, als der Fluch aufgehoben wird, der sie quält. Meine magischen Kräfte lassen zu wünschen übrig. Sorry. Aber mit Hilfe dieses verzauberten Elixiers können sie gerade so ausreichen. Ihr habt meinen ewigen Dank für alles, was ihr für mich getan habt. Lasst uns nun dafür beten, dass unsere Bemühungen nicht umsonst gewesen sind. Okay. Sehr schön. Gütiger Himmel, meine Macht allein reicht nicht aus, um diesen üblen Fluch zu bannen. Stattdessen werde ich die Bürde dieses bösen Zaubers nur wieder auf mich nehmen müssen. Aber wenn das der Preis dafür ist, die Menschen im Mondfurt vor diesem Los zu bewahren. Oh. Jetzt ist wieder ein Hund. Teufelsschwanz. Okay, danke schön dafür. Komme ich da zur Treppe eigentlich irgendwie hin, die dann da neben uns ist, auf der kleinen Insel? Schnupper, schnupper, okay. Kann ich jetzt noch irgendwie helfen? Edel, doch schwermütig. Ja, Edel weiß, eine Prinzessin eigentlich ist. So. Ja, du warst auch in Wahrheit wirklich ein Hund. Ja, weil du ein Hund warst, aber egal. Bitte, Fremder, wolltet ihr so gut sein und euch anhören, welches Malheur mir widerfahren ist? Hast du eine Mission? Ich glaubte, mein wertvolles Tombola-Ticket schon verloren. Doch dann musste ich feststellen, dass jemand ein Loch gegraben und es hineingeworfen hatte. Das ist wirklich ein dicker Hund. Ja, das war selbst du, der es da reingeworfen hat. So. Ja, das warst du, wie gesagt. Ja, das ist die, die wissen ja, dass die scheinbar Hunde waren. Das wissen die scheinbar alle nicht. Miedenhall, ja. Es ist auch ein Königreich aus Dragon Quest 2, Miedenhall. Es ist auch in allen Versionen irgendwie unterschiedlich lokalisiert worden. Mithall einmal, Miedenhall, also... Wie gesagt, da gibt es verschiedene Lokalisierungen. So, ja, wir sind uns schon begegnet, aber da warst du ein Hund, als wir uns begegnet sind. So. Ja, aber du warst selbst ein Hund vor kurzem. Oh Mann, ey. Eine unschöne Überraschung stand da gerade. Ja, ich weiß, ich will gar nicht wissen, was das für eine Überraschung war. Ich kann es mir denken, aber ich will es eigentlich gar nicht wissen. In einem Körbchen aufgewacht. Ja, du warst ein Hund, wie gesagt. So. Ja, die Prinzessin ist sogar hier, aber die ist ein Hund. Sie ist aber ein Hund. Das ist ein bisschen doof. Sie hat auch überlebt. Sie ist wie gesagt bloß ein Hund. Ja, weil du wahrscheinlich Flöhe hast. So. Weißspuren. Oh Gott, die haben einfach an Waffen rumgekaut. Das könnte ein bisschen wehtun. Ich wecke voll Hunde. Ja, weil ja alle Hunde war es, wie gesagt. Gibt es noch irgendwelche geheimen Wege in den Wäldern oder so?
sieht so aus irgendwie. Wie gesagt, falls ich hier irgendwas vergesse, ab damit in die Kommentare. Was sagst du hier? Okay. Oh. Interessant. Ja, das Schloss ist jetzt ziemlich zerstört und kaputt. Aber die Prinzessin konnte entkommen, aber... Ja, sie hat ein sehr unschönes Schicksal. Egal. Jetzt ist jedenfalls die Zeitlinie gerichtet, weil, wie gesagt, wir sind ja momentan damit beauftragt, hier die ganzen Zeitlinien wieder ganz zu machen, sag ich mal. Und deswegen ist jetzt die Prinzessin wieder ganz normal, wie es eben, ja, auch in Dragon Quest 2 war, und ist eben ein Hund wieder. So, jetzt könnten wir hier wieder nach Mondfurt reisen, aber bringt uns dann nichts. Ja. Tja, weil manche Menschen einfach böse sind. Das geht halt bloß, weil die Tiefklinge hier irgendwie alles machen. Ja, wenn wir das nächste Zeitwort finden, können wir ganz zurück in die Vergangenheit reisen. Also ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft machen werde, ob ich halt direkt, wie ich es jetzt im letzten Part dann hier gemacht habe, wenn ich so ein Zeitwort finde, das machen werde, oder ob ich da eben warten werde, dass ich irgendwann später vielleicht mache. Keine Ahnung, aber jedenfalls macht mir das sehr viel Spaß hier, diese Sachen zu machen. Es ist echt cool, die 2D-Welt quasi zu bereisen und zu erkunden und so. Das ist schon echt cool. Ich freue mich auch sehr darauf, das Spiel irgendwann nochmal komplett in 2D durchzuspielen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit, bis ich das machen werde. Momentan spielen wir über diese wunderschöne 3D-Version hier. So, ist das Item gespawnt hier? Ne, scheinbar nicht. Schade. Ich habe es gehofft. Gut, was finden wir ansonsten noch hier in der Wüste? Das ist der Eingang von Galopolis. Sieht ziemlich cool aus, oder? Ja, definitiv. Ach ja. Wüstenstädte. Gab's eigentlich schon in jedem Dragon Quest. Dragon Quest 1 war dann Dara zwar zerstört, aber es gab quasi eine Wüstenstadt. Teil 3 sogar 2. Mindestens 2. Vielleicht sogar mehr, ich weiß es gar nicht mehr. Und an Teil 2 kann ich mich wirklich überhaupt nicht mehr erinnern irgendwie. So wirklich. Teil 2 ist auch einfach... Ja, ein... sehr, sehr gemeines Spiel. Also Dragon Quest 2 ist unfassbar schwierig, wie ich finde. Die Dungeons sind sehr kompliziert aufgebaut. Der Schwierigkeitsgrad ist wirklich sehr hart. Also wer da nicht mehrere Stunden für Grinding aufbringt, der kommt da nicht weit. Auch wenn das in verschiedenen Remakes und so alles ein bisschen abgeschwächt wurde, verbessert wurde, alles klar, aber trotzdem... sind die ersten Dragon Quest Spiele alle sehr grinding intensiv. Aber Dragon Quest 2 ist wahrscheinlich das, was wirklich noch am meisten grinding braucht. So, hier können wir jetzt, glaube ich, noch nicht weiter. Hier oben ist der Bereich noch abgesperrt. Da kommen wir nur rein, wenn wir die Erlaubnis von dem Sultan in Galopolis haben. Denn hier, er sagt gerade schon, in Galopolis gibt es auch mal Pferderennen. Werden wir noch sehen. So. Ja, da gibt es sehr viele Katzen. Ist, by the way, eine Anspielung an Dragon Quest 3, weil da gab es auch ein Schloss, was voller Katzen war. Wie ich inzwischen weiß. Das wusste ich im ersten Let's Play noch nicht, weil ich Dragon Quest 3 damals noch nicht gespielt hatte. Aber inzwischen weiß ich das. Da gab es auch ein Wüstenschloss, was voller Katzen war. Wie gesagt, deswegen ist es wahrscheinlich eine Anspielung an Dragon Quest 3. Das Spiel steckt allgemein voller Anspielungen. Das werden wir alles noch früher oder später herausfinden. Aber es gibt definitiv sehr, ups,
sehr viele coole Anspielungen im Spiel. Und wenn mir was auffällt, wie gesagt, werde ich es euch sagen. Gut, kämpfen wir gegen die hier, weil ich glaube, die haben wir noch nicht herausgefordert bisher. Die Hammerkreuze oder Hammerkreuze. Au. Sehr böse, wisst ihr das eigentlich? Ich habe mich extra nochmal geheilt, bevor ich nach Mondfurt reingegangen bin, weil ich dachte, dass da wieder ein Bosskampf kommen wird, aber scheinbar ist das nicht immer der Fall, dass es da Kämpfe und so gibt. In diesen Welten, sag ich mal. Merke ich ja für die Zukunft. Ich muss Veronica unbedingt irgendwie bessere Ausrüstung geben. Sie frisst momentan voll viel Schaden. Und dazu kommt eben noch, dass sie sehr wenig Lebenspunkte hat. Kannst du nicht abwehren, bitte? Das wäre voll cool von dir einfach. Meine Güte. Stirb. Ach ja, die Gegner hier. Ah ja, alles gut, Serena, alles gut. So, und hier hinten geht's auch nicht weiter. Da geht's dann zum nächsten Gebiet in der Story. Aber hier gibt's auch einen kleinen Händler, wie es aussieht, oder? Nee, scheinbar nicht. Ist einfach nur... Der kommt hier nicht weiter durch den Kontrollpunkt. Gondolia, ja. Man kann sich vom Namen her schon denken, was Gondolia für eine Stadt ist. Aber auch... Eine meiner absoluten Lieblingsstädte im Spiel, Gondolia. Also, das Spiel wird eigentlich von Stadt zu Stadt immer besser und besser. Wir hatten Kiesling, was ein unfassbar schönes Anfangsdorf ist. Sehr schön zum Erkunden, noch recht klein. Dann kommt, die erste, eigentlich ziemlich riesige Stadt, Heliodor. Mit so vielen kleinen Sachen, die man erkunden und finden kann. So viele Schatztruhen, wo ich, by the way, in den Kommentaren gelesen habe, dass ich eine vergessen habe noch. Die werde ich nachholen, wenn wir wieder dahin können, weil momentan können wir da nicht zurückreisen. Sehr viele Schatztruhen, sehr viele Sachen, die man finden kann. Mega viele Leute. Sehr viele Höhen und Tiefen, die wir erkunden können. Dann noch die Unterstadt dazu, die auch relativ groß ist. Einfach unfassbar cool, das Ganze zu erkunden. Dann kommt jetzt Gallipolis, was eine ziemlich coole Wüstenstadt ist, die wir gleich noch sehen werden, mit sehr vielen verschiedenen Sachen. Das ist einfach so cool. Dann kommt Gondolia, so eine wunderschöne Stadt am Meer quasi, aber mehr will ich da gar nicht verraten. Das werden wir alles noch sehen in naher Zukunft. Es ist einfach wunderschön einfach. Gut, ich kann den nicht nochmal benutzen, oder? Nee. Ich dachte nur eventuell. Gut, dann werden wir jetzt heute noch nach Gallipolis reingehen. Und am nächsten Part dann erkunden. Ist auch einfach so eine schöne Stadt. Also, ich freue mich so, also mal alles zu erkunden. Ich freue mich so sehr darauf. Und auch die ganzen Charaktere, die wir jetzt kennenlernen werden, ist auch einfach so cool. Ich liebe es. Warum hat er jetzt aufgehört zu rennen? Was war das? Egal. Gut, gehen wir rein nach Gallipolis. Ach ja. So ein schöner Ort. Seid gespannt darauf. Ich glaube, es gibt eine kleine Cutscene, wie immer eigentlich. Where they love to compete. I think we've arrived in town just in time for the horse racing festival. Well, you go play with ponies if you like. I'm off to look for the Yggdrasil branch. That's why we're here.
in case you've forgotten. Oh, let Mr. Moody No Fun go off on his own if he wants. There's nothing to stop us having a little look around while we're here. Ach ja, es ist wunderschön. Und ich liebe diese kleinen Schattereien zwischen Erik und Veronika. Veronika und ich sind auf der Suche nach dir schon mal hier gewesen, Marvin. Wir konnten damals kaum glauben, wie lebhaft es in dieser Stadt zugeht. Zum Palast geht es die zentrale Treppe hinauf und dann außen herum. Galoppes ist eine Großstadt, also sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. Das mit dem Pferderennen klingt wahnsinnig interessant, aber wir sind auf der Suche nach einem Zweig des Weltenbaums. Sprechen wir mit dem Sultan. Sehen wir uns kurz die Stadt um, an. Sehen wir uns kurz in der Stadt um, bevor wir zum Palast gehen, Marvin. Es schadet nie, sich ein bisschen den Leuten zu unterhalten. Wer weiß, vielleicht erfahren wir dabei ja mehr über diesen Zweig. Das werden wir im nächsten Part dann rausfinden. Heute gehen wir nur kurz in die Kirche. Wie viele Leute hier auch einfach rumlaufen. Das ist so cool, ich liebe es. Und speichern mal. Ja, bis dann und ciao. Abbey Road, tschüss.